Es wird langsam Zeit, Glockler den Strom abzudrehen. Willkommen zurück zu Slide 2 Band of Thieves. Im letzten Part haben wir zwei der drei Motoren dann wirklich jetzt ausgeschaltet. Wir haben erst mit Sly gedacht, dass wir einen der Motoren zerstört haben, aber wohl haben wir nur den Zugang zu ihm freigelegt, wie ich jetzt vermute, weil es wurde bis jetzt nichts gesagt, hey, sie hat keinen Saft mehr. Wir haben auch offiziell nur zwei Schalter in einem Motorraum umgelegt, um halt den Motor auszuschalten, und beim ersten haben wir ja nur anscheinend den freigesprengt, um in den Motor überhaupt reinzukommen, mit dem wir dann mit der Bentley-Murray-Allianz reingehen wahrscheinlich, um ihn dann endgültig auszuschalten. Deswegen, ach du Scheiße. Schildkröten-Action! Ach, Scheiße. Oh Gott! Fast hier runtergefallen. Ja, ja, ja. Renn, Bentley, wie du noch nie gerannt bist. Wo ist überhaupt die Mission? Da. Ah, da hinten. Auch noch da hinten. Vielleicht ist das auch eine andere Mission, aber ich bin mir nicht so sicher. Wir werden es ja jetzt sehen. Wir müssen sie auf jeden Fall mit Bentley starten. Hallo, my man. Good night, my man. Das ist einer der Motoren, die wir erledigen müssen. Ich sag's dir ehrlich, Murray. Das wird verteufelt schwierig und erfordert unser beider Können. Mein Können? Okay, Bentley. Wenn du sagst... Zuerst muss ich mich in den Computer hacken, der den Zugang zum Kontrollraum steuert. Dann musst du reingehen und die Sache mit Muskelkraft zu Ende bringen. Der Murray wird bereit sein. Dann hat quasi jeder seinen eigenen Motor ausgeschaltet. Sly, Bentley und Murray. Nice, nice. Gut, dann hacken wir uns wieder mal eine Runde in die Sache rein. Oh, ich wollte dich gerade einschläfern, aber du bist von alleine geflohen. Mein guter Mann, guter Mann. Los geht's. Hacken wir uns in die Scheiße rein. Ach du Scheiße. Ja, ist ja kaum fair, ne? Ach, die prallen ab. Okay, nice. Na komm. Na, die treffen den da hinten sogar. So. Ja, den habe ich fertig gemacht. Na gut, so schwer ist das gar nicht. Du musst halt einfach nur Physik anwenden. Na? Ah. Na, läuft doch. Und das war's auch schon. Die Musik hier drin immer. So, und... Dudut. Oh, ich brauche drei Computer. Ach so. Wo ist der nächste? Da hinten. Ach, warum brauche ich denn drei? Oh, hallo. Renn, wie du noch nie gerannt bist. So, dann der nächste. Das ist gerade sehr unpraktisch. Beeilung. Ich glaube, da kommt jemand. Ach, da oben. Okay, der sieht mich nicht. Trotzdem wäre es nett, wenn du ein bisschen schneller machen würdest. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. So, Computer Number 2. Ups, ups. Ja. Heck, heck, heck. Heck, 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 heck. Los geht's. Wow, 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 wow. Ah, stirb. 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 Aua. Na komm. Ja. Ja. Ja, Mann. Und Activation Number 1. Oh, hau ab. Was machst du denn da, ey? Ja. Uah. Ah, verrecke.
Niemand kann dich leiden, deswegen stirbst du jetzt. So. Und flonk. Aua. Jetzt wollt ihr es wissen, hä? Blöde Mistgurken hier. Aha. Zum Glück halten die nur einen Treffer aus. Macht sie ja nicht weniger nervig. Aua. Und so. Gehackert. Gut, fehlt nur noch einer. Na toll. Und wo haben wir das gute Stück? Dort hinten. Na, super. Ah, komm, mach hinne. Mach doch mal hinne. Meine Füße versinken schon im Boden. Ja, genau. Da muss man glatt niesen. So, lalalalalala. Hinten ist er? Ja. Das kriegen wir hin, Mary. Das kriegen wir hin. So. Keine Ahnung, was die Pose eben sollte, aber na toll. Wird man hier gleich zu Anfang an gemobbt, ey. Ah. Oh Gott. Oha, wie unfair. Er ist ja richtig nett. Oh, verreckt. Er ist ja voll nett, ey. Kommen die gleich auf dich zu, die Scheißer? Ja. Du kannst hier nicht vorbei. Ich muss mich nach vorne kämpfen. Oh, verreckt, verreckt doch einfach. Ich muss hier vorbei. Oh, yes. Nice one. Mach Platz für den Murray. Na, immer doch. Hey, Kumpel. Sieht aus, als müsstest du diese Riesenzylinder anheben. Wenn sie in der oben Position sind, kannst du sie vom oberen Stockwerk aus erledigen. Nett, dass hier auch Tische drin stehen. So, dann hebe ich mal an. Ja, die Macht. Ja, Mann. Vorsicht, Kumpel. Du hast Gesellschaft. Ja, Mann. Die Macht. Sie ist mit mir. Ja, da muss ich erstmal vor Wut aufstampfen. Was, du willst stinken? Oh, na toll. So, nächster. Yeah. Immer kommt wieder ein neuer Gegner, ey. Sabong. Ja, Mann. Oh, schneller, Mary. Yeah. Ich zieh dir den Strom raus. Komm her. Danke fürs Leben. Oh. Oh, der nächste bitte. Oh, natürlich. Ja, Mann. Die Macht. Und der letzte. Yeah. Gut so. Geh in den zweiten Stock und mach einen Donnerflop auf die Zylinder. Das müsste sie zerstören. Bin dabei. Ich liebe den Donnerflop. So. Oh, die Viecher. Na toll. Du könntest dich gerne mal verpissen. Und du auch. Oh, danke fürs Leben.
Und du auch. Und zack. Zack. Alter, wie ich die runterschmettere, ey. Die haben es sich anders verdient. Und der letzte. Perfekt. Jetzt geh in diese Kontrollkabine und zieh den Stecker von diesem Ding. Und damit haben wir alle Motoren ausgeschaltet. Und noch ein Motor erledigt. Tja, das war's wohl. Ganz unerwartet hat mich Inspektor Fox über Kurzwellenfunk kontaktiert. Hier ist klar, was uns allen bevorsteht, wenn Clockla unsterblich wird und will ihre Kräfte mit uns vereinen, so dass wir den Robotervogel zerstören können. Der einzige Haken an der Sache ist, dass sie den Zeppelin nicht auf ihrem Radar orten kann. Damit sie unsere Position finden kann, müssen wir die Reichweite unserer vier örtlichen Funktürme verstärken. Sobald Inspektor Fox in Reichweite ist, nimmt sie einen von uns als Schützen an Bord für den Kampf gegen Clockla. Für einen anderen Plan bleibt uns keine Zeit. Wir sind schon fast über Paris und wenn diese Hass-Hypnose-Lightshow beginnt, tja, ihr wisst Bescheid. Weißt du Bescheid, my man? Na, ich glaub mal, das ist der große Coup, oder? Megasprungauftrag. Oder haben wir noch mehr? Nee, das ist der einzige. Ob das schon der Coup ist? Na, wisst ihr was? So oder so, ich werde jetzt den Part beenden, damit ich es wieder gut machen kann, dass die anderen Parts zu lang wurden oder einer der anderen Parts. So, alles kaufen werde ich nicht können. Diabolischer Feuerslam, Alter. Ja, aber, naja, das ist ja auch nicht so schlimm. Ich würde mal sagen, im nächsten Part, meine lieben Freunde, werden wir die Funktürme verstärken, damit wir dann mit unserer guten Inspektor Fox gegen Clockla antreten können. Ob im nächsten Part schon das Finale beginnt, finden wir es heraus. Bis dahin, meine lieben Freunde. Tschüsselchen.